Und jetzt lohnt es sich vor allen Dingen auf unsere Bühne zu schauen, denn sie ist angerichtet und hier kommt das Intro. Komm am Morgen, muss man weg. Da bin ich her, da kenn ich ihn. Schützt das Eis von meiner Seele. Geh von einem Gletscher im Apfel. Hab immer schon vergessen, oh. Ich bin dein Opfer, du mein Sturm. Er schaut sich das Foto an, er kaum noch heute kommt. Die Julia, die war sein ganzes Glück. Er war ne Sandlerkönig, er war wieder bei. Ein Vagabondo, Bellamor, so echt und dran. Jo, ich glaub, es kommt der schwere Ring. Los, mich an. Am Strand, ein Bottle Rotwein in der Hand und streckt die Füße in weißen Sonne. Und irgendwann bleib ich dann gut, lass alles liegen und stehen, wie von der Haut für immer fort. Darauf gebe ich dir mein Wort, wie viele Jahre noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann gut. In einer Pizzeria in Palermo City. Kaut ein dubios, ein mafioso, traurig seine Calamari fritti. Als wir euch jetzt live zweimal gehört haben, da fällt einem ja auf, es ist viel Technik drin. Ne? Da absolut spielt ja eine ganze Band und man schaut immer, wo sitzt der Schlagzeuger, wo ist der Keyboarder. Das heißt, erklärt doch mal ganz kurz, was passiert. Die Frage ist ganz einfach, gibt es für so ein Projekt große Bühne, wo man einfach sagt, okay, da kann ich mit 5, 6 oder 7 Mann als große Besetzung auftreten, oder ist es vielleicht doch irgendwie was, sowas Kleines, Heimliches, wo man mit 2 oder mit 3 oder mit 4 Mann wahlweise dann vielleicht mal einen Schlagzeuger zu Hause lässt oder wieder mal mitnimmt oder wie auch immer. So ist es einfach entstanden und wir haben zwar nächstes Jahr definitiv vor, auch in großer Besetzung zu spielen, da wird es also mit Sicherheit 3, 4 Konzerte geben. Aber jetzt machen wir das erstmal so als Duo, festigen so das zwischen uns beiden und haben da viel Spaß damit mit dem Charlie gemeinsam. Dufte Sache. Heiße Nächte in Palermo. Und ein kleiner Sizilianer fangen dann zum Bahnen. Weißt, bei mir bleibst, wenn der beste Freund sich schlägt. Wo ist dein Herz, Ost wie der Bergwerk? Weißt, der Wahnsinn bist für mich, steh auf dir. Du hast nur so, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt. Großvater, kannst du nicht einmal kommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was sie erst jetzt versteht. Großvater, du warst mein erster Freund und dies vergiss ich nie. Ruf sie an, wenn's damals so heimkommst, sind wir gescheiter allein. Wenn's damals so heimkommst, hast die Scheidung erfreut. Keiner weiß, lass dich gehen, ich auf der Wiesn wachst. Wissen kann man so nicht, aber brennen ist gut. Aber Otzen, da wir Otzen und in Ruhe und in Furt. Wenn man langsam weine, es brennt der Hut. Hey, Rupert von Geusern, also da musst du auch, da kommst du.
kommt er her. Mhm. Und das Herr ist das nett. Und das, wir sind sowieso Fans auch von ihm. Cool, ja. Und waren auch dieses Jahr in Hanau. Ja. Auf dem Konzert von ihm. Aber ausverkauft. Ich wollte auch gerne hin, ja. War ja. Schnell ausverkauft. Hast du keine ja. Karten mehr bekommen? Nee. Das war toll. Das cool. War schon großartig. Ja. Und da kommt auch dann dieses, ja, dieser Bandname eigentlich her. Ja, cool. Also Hubert von Geusern gehört einfach auch zu den Neuberger Buren und sagt zuerst das dann ins Programm. Und er hatte die geniale Idee und ja, das war's. Jetzt bist du so weit, weit weg. So weit, weit weg von mir. Es tut mir schön. Und komm hin zu mir. Jetzt dann Frank mit dem Porsche. Sag ihm doch, er soll in Arsch gehen und komm wieder Arsch zu mir. Er geht mit dir jeden Abend fein essen. So hast du vergessen, wie ein Leberkäse schmeckt aus dem Zeitungspapier. Für die aus ins Theater, es brennt ihm sein Vater, der Tilo. Dabei ist er schmächtig und schier und platt mit seine 100 Kilo. Ruf mir nicht an, weil du weißt doch genau, wo ich wohne. Wenn's was willst, trau dich her, wenn's nicht zweit. Wenn's nicht zweig dazu bist. Wenn's nicht zweig dazu bist. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Erstes Net. Danke.